Hallo, mein Name ist Sascha Plasberg und ich studiere Industrial Design im dritten Semester hier an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich werde heute ein bisschen mit euch sketchen, ein kleines bisschen was zeichnen, um euch zu zeigen, was wir hier im Industrial Design unter anderem machen. Ich lege gleich los. Mein erster Sketch wird ein In-Ear-Kopfhörer. Zu Beginn überlege ich mir, wie die Perspektive sein soll. Dazu zeichne ich mir hier eine Ellipse rein, da ich mit der Achse direkt eine Perspektive zur Verfügung habe. Das ist ein relativ einfacher Weg, um direkt zu Beginn schon mal eine Perspektive zu etablieren. Genau. Das ist jetzt erstmal die Basis, mit der ich jetzt quasi die nächsten Schritte mache. Ich mache jetzt eine zweite Ellipse für das Ende vom Ohrtipp. Verbinde die beiden Sachen. So dass man gleich anfängt, ein kleines bisschen eine Form zu sehen. Ich drehe das Blatt, um einfach eine bessere Linienführung mit meiner Hand zu haben. Hier hinten kommt jetzt das Gehäuse. Und ihr seht schon, am Anfang kann man das alles noch recht offen lassen, nicht zu genau werden, damit die Zeichnungen einfach nicht zu lang brauchen, während man noch nach einem Design sucht. Ihr seht schon, ich drehe das Blatt relativ häufig, weil das einfach so eine Sache ist, wie man die Striche einfach gelernt hat zu zeichnen oder trainiert hat, bestimmte Linien zu zeichnen. Und die kann man dann immer wieder wiederholen. Ihr seht schon, das Ganze ist nicht hundertprozentig genau, da es sich hier ja auch nur um eine Designskizze handelt, um einen kleinen Sketch. Für eine fertige Zeichnung braucht man einfach mehr Zeit, als wir sie hier zur Verfügung haben. Ich definiere die Linie jetzt ein kleines bisschen nach. Wenn man am Ende sein Design gefunden hat, kann man das Ganze dann nochmal in der Reihenzeichnung machen. Ich mache jetzt das Ende vom Gehäuse. Noch ein kleines Stück vom Kabel hinten dran. Zeichne ich noch ein paar perspektivische Linien, um einfach die Form ein bisschen besser zu zeigen.
So, und damit hätten wir eine erste schnelle und einfache Skizze, wie sowas aussehen könnte. Das ist natürlich jetzt kein besonders schönes Design. Da muss man einfach viel probieren und mehrere Skizzen machen, um dann hinterher auf einen finalen Entwurf zu kommen. So. Genau. So wäre jetzt erstmal eine relativ schnelle, einfache Skizze, um zu gucken, in welche Richtung will ich mein Design entwickeln. Okay, ich mache jetzt noch eine zweite Skizze. Ich werde ein Bügeleisen machen. Und genau, das Vorgehen ist im Großen und Ganzen dasselbe. Ich fange erstmal an, mir eine Perspektive aufzubauen, um hinterher zu wissen, wo muss ich meine Linien setzen. In dem Fall hier mache ich mir ein perspektivisches Kreuz, da das Bügeleisen nicht einfach nur auf einer Achse verläuft, wie so ein Kopfhörer. Und jetzt suche ich mir hier die äußeren Begrenzungen. Hier, das seht ihr, ist die Mittellinie auf der Grundfläche. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Als nächstes fange ich an, den Körper ein kleines bisschen aufzubauen. Das hier ist die Rückseite vom Bügeleisen. Und so steht jetzt erstmal die Grundform von dem ganzen Gerät und ich weiß, wo meine Außengrenzen sind. Als nächstes fange ich hier oben an und mache den Griff. Und ihr seht es schon, nicht alle Linien sitzen immer gleich perfekt. Man muss dann einfach nochmal korrigieren. Das ist hinterher für die Zeichnung gar nicht so schlimm. Das sieht man nicht mehr unbedingt. Wenn man die Linien erstmal ein bisschen dicker gemacht hat, schaut das Auge eigentlich immer auf die Linien mit dem stärksten Kontrast. Hier suche ich jetzt die Rückseite. Hier hinten kommt noch das Kabel raus. Und ich rechne mich immer bei der gesamten Zeichnung nach der Perspektive, die ich ganz am Anfang hier gebildet habe. Versuche jetzt einfach für das Design ein paar Linien auf den Oberflächen zu finden im Gesamtvolumen, um das Ganze ein bisschen zu gestalten. Man kann für eine Reinzeichnung dann hinterher noch damit arbeiten, wie stark man welche Linien macht. Außenkanten kann man dicker machen. Linien, die hinterher in der Form verlaufen oder auslaufende Linien, kann man einfach mit einem dünner werdenden Strich darstellen.
Hier ist noch der Knopf, um einzustellen, mit welcher Stärke man hinterher bügeln will, bei welcher Temperatur. Und hier vorne suche ich jetzt einfach nochmal nach Detaillinien, um ein Design zu finden. Ich mache die erst dünn, um zu schauen, ob das überhaupt funktioniert, ob die Linie passt oder nicht. Und dann kann man hinterher einfach noch ein bisschen in Details gehen. Wenn man am Ende mit seinem Design dann einfach zufrieden ist irgendwann und man gefunden hat, wie der Entwurf letztendlich sein soll, würde man dann wieder in eine Reinzeichnung gehen und das Ganze nochmal für eine Präsentation nochmal zeichnen und nochmal neu darstellen. Eventuell auch die Perspektive nochmal anpassen, falls man nicht alle Details aus dem Blickwinkel erkennen kann, um dafür zu sorgen, dass hinterher beim Kunden auch einfach keine Fragen aufkommen, wie vielleicht irgendwas gemeint ist. Genau, man könnte hinterher auch noch hergehen und einfach anfangen, Details reinzuzeichnen, ist aber bei so einer Skizze nicht unbedingt notwendig. Die Skizzen macht man ja meistens für sich selber, um ein Design zu finden. Ja, und das wäre im Prinzip dann so die zweite schnelle Skizze. Okay. Dann würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und wünsche euch noch einen schönen Tag.